Bist du ready? Ja, Mann. Jetzt überfallen wir den. Julian. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Is that YouTube? Is that YouTube? Hello YouTube? No. No YouTube. Haut ihr ab? Ja. Wir haben eh nur 22 Abonnenten. Und nur noch 21. Deswegen ist es noch nicht YouTube. Egal. Qualität statt Quantität. Hauptsächlich Laura. Hauptsächlich Laura. Nur, eigentlich machen wir die Videos nur für sie. Genau. Damit sie nicht so viel lernen muss, damit sie eine Lernpause machen kann und so. Und für mich, damit ich sehe, wie gut ich aussehe. Vor allem in diesem Licht hier. Ja. Können wir noch irgendwas sehen? Ja. Den da? So, ich mache jetzt hier das süße Sauerkraut. Und da tue ich 2 kleine Äpfel rein. Weil Obst wird, wenn man stehen lässt nach der Zeit, eben zu Alkohol und gärt. Und Gemüse, da kommt jemand. Oh. Und Gemüse bildet eben die Milchsäure, die wir wollen. Jetzt ist er wieder gegangen. Die Milchsäure, die wir wollen, die so gesund ist für den Darm, dies, das. Und deswegen mache ich das erste Mal jetzt hier mit Obst. Und mal schauen, wie das wird. Also ich denke einfach, das wird dann süßer, weil das ja gärt und halt ein bisschen Alkohol entsteht. Und ich tue 2 kleine Äpfel rein und ein paar, hier 6 Weintrauben, um das einfach mal auszuprobieren. Ich halbiere die nochmal, damit die schön ihre Aroma verteilen können. Das ist mein Plan. Und die werden jetzt nochmal übelst zerquetscht, weil ich die jetzt knete. Weil was jetzt abläuft, das sind, habe ich gerade abgewogen, 1300 Gramm Kraut. Und man muss immer 2% Salz nehmen, damit es gut fermentiert, über 6 Wochen. Und 2% von 1300 waren 26 Gramm. Also sind jetzt da 26 Gramm Salz drin. Und jetzt knetet man ohne Ende, bis so viel Flüssigkeit entsteht, damit das ganze Glas, alles was reinkommt, mit Wasser bedeckt ist. Also das muss richtig, richtig schwimmen. Also man muss hier locker 20 Minuten kneten. Man kann einfach so 10 Minuten kneten und es dann stehen lassen und dann das Salz die Arbeit machen lassen, weil das Salz ja das Wasser entzieht. So mache ich das. Also ich tue jetzt noch Zimt rein. Ich habe noch überlegt, Kakao reinzutun, aber ich glaube, das ist zu krass. Weil Zimt sollte nice sein. Machen wir ordentlich. Ist das überhaupt? Ja. Gott sei Dank. So. Bam. Das war ein bisschen viel, aber das ist gut. So, jetzt knete ich. Und genau, dann tut man das hier rein, so dass es von der eigenen Flüssigkeit überdeckt wird. Und oben tut man eine Lage rein, also Gewichte, was wiegt, damit es runtergedrückt wird. Und alles, was aus dem Wasser schaut, fermentiert nicht so nice und schmeckt nicht so nice. Und ja, let's get your hands dirty. But first, I wash my hands. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon. An average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is great. So, Fermente sind fertig bis zum 24.11. 6 Wochen, das dauert jetzt ein bisschen. Das Süße, das Knusprige oder das Würzige. Und hier ist auch das Würzige, es hat da nicht alles reingepasst. Und ich habe halt kein anderes so ein Gefäß, deswegen habe ich es einfach in so einen Shaker, den ich nicht benutze. Das ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ich weiß nicht, ob so ein Deck notwendig ist, aber let's give it a try. Das sehen wir einfach aus. Ey, wir stehen hier, warten auf den Regen. Ja, aber er kommt nicht. Wo ist der Regen? Mann, wir brauchen ihn so dringend. Wir sind ready.
Okay, der Run war scheiße. Der war richtig schlecht. Der war so schlecht. Aber dafür habe ich den Style. Und also welcher ist so cooler? Einfach nur schwarz oder? Camouflage. Camouflage. Ich habe den halt von der Bundeswehr geschenkt bekommen. Ja, damals. Nee, Spaß. Kostet 19 Euro. Gibt's in allen möglichen Farben. Und jetzt sind wir regenproof. Und der Bart kommt. Der Bart kommt. Ich hab, was du da bist du? Hä? Sag doch mal was. Sag doch mal was. Ich hab so Schiss. Und die Cam wird einfach nicht scharf, Mann. Ich hab so Schiss. Siehst du, deswegen ist schwarz besser als Camouflage. Okay. Oh shit. Oh shit. Gott sei Dank habe ich meine Frauen, die mich hier beschützen. Was? Was? So I drift in the wind like a feather in air, letting my soul.